Wenn ich den Ganztag so kurz beschreibe, dann würde ich sagen, Ganztag ist wie zu Hause, nur größer. Also wir möchten den Kindern einen schönen Nachmittag bieten, so wie es zu Hause auch ist, mit Mittagessen, Hausaufgaben und Spielen. Ich bringe Emma gern in den Ganztag, einerseits aus familienorganisatorischen Gründen, weil wir beide berufstätig sind, mein Mann und ich, und aber natürlich, weil das unserer Emma so gut tut und so wahnsinnig vielfältig ist und sie jeden Tag sehr gerne in den Ganztag geht. Also die Kinder kommen nach Unterrichtsschluss zu uns in den Gruppenraum, dann melden wir die Kinder an und die können sich dann schon mal vorbereiten fürs Mittagessen, das heißt Hände waschen, und dann gehen wir zusammen in die Speiseräume und dann dürfen die Kinder schon Platz nehmen. Wer sich über das Essen Gedanken macht, auch dem kann ich nur sagen, es ist, ja, es schmeckt wirklich ganz offensichtlich. Also ich habe die größte Mäkeltante zu Hause und sie kommt nie hungrig nach Hause. Ich habe auch schon oft davon gehört, dass beim Mittagessen geholfen wird, abräumen, wischen, Teller weg, Essen holen auch für die anderen Kinder. Ich brauche mich zu Hause, wenn wir dann alle mal eintreffen, nicht mehr darum kümmern, dass irgendwie wir noch am Tisch sitzen und uns durch die Aufgaben quälen, sondern es ist einfach schon erledigt. Man hat halt in der kleinen Gruppe mehr Zeit, sich auch jedem einzelnen Kind nochmal speziell zu widmen, als dann im Vormittag, wenn man die große Gruppe hier hat. Und klar profitieren die Kinder dann davon, dass man nochmal einen anderen Blick auf sie kriegt, ja. Und auch Zeit hat, sich nochmal mit ihnen zu beschäftigen. Also wenn Ganztag funktionieren soll, dann ist die Voraussetzung, dass Schule und Ganztag ganz eng zusammenarbeiten. Die Ganztagsleitung, Frau Schubrink, hat das Büro direkt neben dem Schulleitungsbüro und mehrmals am Tag sind wir im Gespräch, im Austausch. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der letztendlich unseren Ganztag auch so gut laufen lässt. Die Aktivitäten, die AG-Angebote, die sind absolut wichtig, weil Kinder dort auch neue Sachen erleben. Am Anfang der ersten Klasse war es so, Werken, was macht man da? Kurz erklärt, ach ja, möchte ich gerne ausprobieren, ohne Frage. Und dann ist sie da so aufgeblüht, dass sie teilweise den ganzen Nachmittag da bleibt und nicht nur eine Viertelstunde, wenn es irgendwie möglich ist. Also vieles wird einfach selbstverständlich. Und weil eben die anderen auch einfach mitmachen, das macht natürlich Mut, Dinge auch neu auszuprobieren. Wir haben ja mittlerweile ganz viele Klassen, da sind 80-90% im Ganztag. Und das macht es dann einfach so normal und natürlich, und da fühlt man sich auch wohl. Da hat man jetzt keinen Sonderstatus mehr, sondern das ist das ganz Normale, dass man nach dem Unterricht den Ganztag besucht. Ich finde, es ist absolut wichtig zu sehen, es sind kleine Kinder, die wir hier betreuen, denen wir beim Erwachsenwerden helfen. Und man darf die Kinder einfach auch nicht für den ganzen Nachmittag verplanen. Das freie Spielen, sich auf neue Sachen einzulassen, die sich im Gruppenraum oder auch auf dem Schulhof entwickeln, diese Zeit ist für die Kinder mindestens genauso wichtig wie der strukturierte Nachmittag mit unseren AG- und Projektangeboten. Eltern, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie ihr Kind in den Ganztag geben möchten, denen kann ich nur raten, dass sie es ihr Kind ausprobieren lassen und dass sie versuchen, den Ganztag als Freizeitangebot zu sehen, denn das ist es ehrlicherweise auch. Es ist nicht Schule, es ist Schule begleitend und wie gesagt interessenfördernd, talentefördernd. Man hat hier so viele Möglichkeiten, in viele Bereiche hineinzugucken, die man sonst so gar nicht hätte. Auch ins Kochen und ins Tanzen, und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich nicht gleich dem Verein wieder austreten oder wie auch immer. Ich kann einfach sagen, okay, die AG war nichts für mich und Tanzen lasse ich jetzt mal lieber sein und gehe dafür wieder zum Fußball. Und das ist so viel wert für unsere Kinder, dass ich es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen kann.